Herzlich willkommen an der deutschen Schule Alexander von Humboldt in Mexiko-Stadt in Lomas Verdes. Mein Name ist Heiko Seitzel und ich bin seit dem 1. August 2021 hier an der Schule tätig. Als neuer Generalschulleiter möchte ich Sie nun recht herzlich einladen zu einem Rundgang durch die Schule. Ein Ort, der mich direkt begeistert hat. Wenn Sie sich die Lage der Schule anschauen, können Sie nur erahnen, in welchem schönen Gebiet diese hier liegt. Eine Bildungsinsel auf einem Berg, die nicht nur von außen beeindruckt, sondern auch im Inneren ihre Qualitäten und Werte offenbart. Die Schülerinnen lernen und leben in einer anregenden Lern- und Arbeitsatmosphäre mit dem letztendlichen Ziel, auf eine globalisierte und vielseitige Welt vorbereitet zu werden. Bikulturalität in einem deutsch-mexikanischen Umfeld wird ja nicht nur erlebt, sondern auch gelebt. Die Schülerinnen werden zu verantwortungsbewusstem Handeln, zur Aufgeschlossenheit, gegenseitigem Respekt und Toleranz erzogen. Sie lernen im Team zu arbeiten, entfalten aber auch ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ein vielfältiges Angebot an Lerninhalten steht den Schülerinnen zur Verfügung. Neben dem dreisprachigen Fächerkanon bietet Lomas Verdes als MINT-freundliche Schule ein fundiertes naturwissenschaftliches Fächerangebot. Wir legen hiermit einen Schwerpunkt auf unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Entdecken Sie auch unsere kreative Seite in den musischen, künstlerischen und sportlichen Bereichen, die als Unterrichts- und als außerschulische Angebote von der Schulgemeinde umfassend in Anspruch genommen und intensiv erlebt werden. Gemeinsam Feste feiern steht im Mittelpunkt unseres bikulturellen Austausches. Eines kann ich Ihnen versprechen, ein Besuch lohnt sich hier an der deutschen Schule Alexander von Humboldt in Mexiko-Stadt Lomas Verdes. Wir freuen uns auf Sie, Ihr Heiko Seitzel.